Hallo, zurück. Ja, ich habe ja gesagt, wir suchen etwas und das ist echt nicht weit von uns abgestürzt. Ich bin nur vorsichtig, dass uns hier nichts roasten wird. Deswegen schleiche ich mich an diese Basis heran. Aber wir haben sie endlich gefunden. Vielleicht kriegen wir die sogar flott, ich weiß es nicht. Nur Schiss, dass da was auf uns feuert. Oh, merkt ihr das? Da gibt irgendwas Gas. Oder was ist das? Okay, jetzt gucken wir mal. So ist das Ding hier fertig. Was haben wir denn zerstört, dass das Ding einfach untergeht? Wow! Okay, krass. Hab ihn gerade so verjagt. Alter, hat mich das gerade erschreckt. Alter, hat uns das aber auch zerlegt. Ja, dann wisst ihr ja, was ich jetzt machen werde. Ich werde mutigerweise dann nochmal hinfliegen und mir jetzt merken, dass da vorne eigentlich etwas ist, was ich nicht so, ne, nicht so komisch anschauen sollte. Ich nehme noch ein bisschen was mit, weil ich muss ja meine Leiche finden. Also, wir sehen uns bis gleich. So, hallo, da sind wir wieder. Ich hatte ja bereits gesagt, wir gehen unseren Körper erstmal holen. Und dann gucken wir mal, wie wir uns diesem komischen Ding da annähern. Wie gesagt, also eigentlich ganz nett würde ich es finden, wenn wir das zerlegen könnten. Da ist mein Körper. So. Ja, toll. Ich vergesse immer, dass ich. Also, was mir wichtig ist, ist auf jeden Fall das hier und das hier und das hier jetzt. Danke. Der Rest, der ist jetzt nur Gimmick. Ja, der ist nämlich schon despawned. Das geht recht schnell bei dem. So, also. Wo ist das Ding jetzt hin? Da ist unser Absturz. Da ist unsere Luna. Warte mal. Wo ist der hin? Der hat uns ja irgendwie einmal quer durch die Walachei geschossen. Ach, da vorne. Okay, wir gehen runter. Also mit was wir auf jeden Fall arbeiten konnten, ist von hinten annähern. Da konnten wir nah an die Triebwerke ran. Vielleicht bauen wir die ab und gucken, ob wir einen Reaktor finden. Wenn wir den Reaktor nämlich weg haben, dann interessiert uns eigentlich kaum noch was. Ich gehe mal langsam voran. Ja. Also wenn er uns nochmal erwischt, dann habe ich keine Ahnung, wie wir das da machen. Oder wisst ihr was? Ich fliege erstmal zur Luna und lege meine Sachen in den Kollegen oben ab. Also, falls wir dann sterben, dann haben wir noch was in der Luna. Ja. Und dann gucken wir nochmal. Also, ja, das ist gar nicht mal so einfach gerade. Am liebsten hätte ich einen Raketenwerfer. geht aber nicht. Wir könnten einen Raketenwerfer dahin bauen. Nein, das bringt ja alles nichts. Da müssen wir mal gucken. Ich würde bis auf meinen Schleifer würde ich alles in dem Ding lassen. Und die Munition und die Flaschen. Die brauchen wir ja noch. Alles andere würde ich jetzt hier im Flugzeug lassen. Also im Absturzflugzeug. Ich bin ja froh, dass das Ding noch existiert. Hui! Das Ding war nämlich nicht so einfach zu bauen. Und es hat Spaß gemacht. Tatsache. Ach ja, klar. Ist ja alles aus. Aus guten Gründen. Ja, das wird dauern. Hoppala. Licht an, bitte. Das Ding hängt auch jetzt natürlich ein bisschen schief. Na, danke. So, dann packen wir das rein. Den Schweißer, den. Ich pack das noch rein. Joa. Wenn der Schleifer halt weg ist, dann ist der Schleifer halt weg. Kann man nichts machen. Oh, da brennt noch was. Fug. Naja, gut. Aber krass, wie viel trotzdem standgehalten hat. Ich
Ich bin hellauf begeistert, wenn ich ehrlich sein darf. Ich meine, klar, hier brennt dann mal was, aber schon gut. Ist echt gut gelandet. So, ich glaube, die Luna war da vorne. Die Luna, sag ich schon. Das Ding war da vorne irgendwo, ne? Hier ist die Luna. Da hinten sind unsere Signale, ja. Okay. Jetzt gucken wir mal, wie wir uns daran nähern. Ich habe ja nur eine Knarre dabei. Die habe ich extra mitgenommen. Aus Gründen. Ja. Ich fliege mal so, dass man... Selbstverständlich. Also, das war aber auch eben echt Zufall, dass ich das Ding gefunden habe, weil ich dachte mir so, das muss doch da irgendwo liegen, ne? Da hinten muss es sein. Das muss doch hier irgendwo liegen und das kann ja nicht sein und hast du nicht gesehen und tralala. Und dann war das Schiff tatsächlich da hinten. Und da habe ich mich sehr gefreut darüber. Aber jetzt muss man halt gucken, wie man da rankommt. Das ist halt jetzt so die Challenge. Wo ist das denn hin? Ah, der generiert jetzt erst nach. Moment. Bin ich doof? Muss doch hier irgendwo sein. Ach, da vorne. Okay. Also wie man gesehen hat, da funktioniert alles noch ein bisschen. Und ich würde gerne, also neben dem, dass es jetzt so ein riesiges Schiff ist, würde ich mir es gerne mal angucken, wie die zusammengebaut sind. Okay. Müssen wir ein bisschen vorsichtiger machen. Weil ich nämlich nicht weiß, ob der uns nochmal wegschießen wird. Oder ob der vorhin nur einen guten Tag hatte. Tja. Ich sehe jetzt erstmal noch kein Geschütz. Ich habe Schiss ranzugehen. Aber wenn wir hinten rangehen, dürfte uns eigentlich nichts wegschießen. Und hier aus nicht, nein. Gucken wir mal rein. Oh. Schön sieht's aus. Hallo. Oh. Okay, das Ding ist hinüber. Jetzt. Okay, das ist krass. Das ist echt gesichert. Ich muss vorsichtig sein. Jetzt kann ich das Ding abbauen, nämlich. Habe ich die Möglichkeit, irgendwo auf eine Konsole zuzugreifen? Wie auf die hier? Zugriff verweigert. Fuck. Okay, die hatten auch einen Jump Drive. Ich würde gerne an den Container hier zugreifen. Zugriff verweigert. Oh. Hi. Das sieht uns nicht. Weg ist es. Ich habe Angst, noch eins runterzugehen gerade. Ich frage mich, wie das... Da, wow. Okay, das ist echt ein cooler Komplex hier. Bin nur vorsichtig wegen etwaigen Türmen. Okay, hier unten ist er aufgerissen. Ich würde gerne die Generatoren finden. Okay, hier ist ein Oxygen. Moment. Ich muss das Ding wegbauen. Oder? Muss ich wohl ein bisschen so in die Luft. Okay. Hier ist ein Aufstieg. Hier ist ein Convenia. Hier war wohl mal eine Treppe. Ich muss gerade nur gucken, dass ich hier... Achso, hier waren wir ja schon. Das ist der Jump Drive. Okay. Only be secured. Hier, was ich mache? Ich kann vorstellen. Oh, fuck, hat mich das erschreckt.
ist mir das gerade in die Hose gerutscht, das Herz. Oh. Okay, aber hey, es hat gut geklappt. Ich würde noch einmal darüber fliegen und tatsächlich, ja, noch einmal genau dasselbe versuchen. Ich fand das gerade gar nicht mal so heavy. Und es hat Spaß gemacht. Das war mal was anderes. Von daher, hallo, danke. Von daher sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, hallo, da sind wir wieder. Ich nähere mich gerade wieder unseren Kollegen hier. Ich habe eben so per Zufall so mitbekommen, dass man auch hacken kann. Das haben wir bisher ja noch nicht gemacht. Ich muss vorsichtig sein. Ich will jetzt nicht schon wieder sterben. Das wäre eine Idee vielleicht für das Schiff, wenn wir das Kontrollfeld oder sowas übernehmen könnten. Und ich muss ein bisschen weiter nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Während ich wieder in die Schusslinie komme. Und irgendwas hier. Und ich hoffe, wir kriegen noch unseren Körper gelootet, weil das ist ja jetzt gerade so ein bisschen das, was genervt hat. Ach ja, hier. Gib mir alles. Gerade Munition. Ach Gott, das ging so furchtbar schnell. Aber wir haben zwei Sachen dabei. Oh Mann, ich hasse sowas. Ich hasse dieses Loot-Ding. Na gut. Hier kommen gerne nochmal an. Also was man machen kann, das fand ich eben ganz gut. Man nimmt das ab. Und ich nehme jetzt mal gerade den anderen Schweißer, weil ich habe jetzt gerade keinen anderen. Und schweißt es wieder dran. Und dann sollte man es selber benutzen können. Jo. So, aber man hat ja auf alles andere sonst keinen Zugriff. Jetzt wissen wir auch zum Beispiel, hier gibt es ein Speed-Modul. Ein Timer-Block gibt es hier. Hier musste es... Was gibt es denn noch? Small Thruster, Small Reactor mehrere. Productivity-Modul. Rocket Launcher. Hier. Missile Turret, Medical Room. Medical Room ist gut. Jump Drive, oh Gott. Hier sind noch so viele. Ja. Also dann hoffen wir, dass wir jetzt nicht nochmal abnippeln. Oder dass wir die... Ich meine, wir bekommen jetzt hier so das ein oder andere ab. Ich nehme mal so ein bisschen was mit. Ach, guck mal. Hier ist Eis. Ich hoffe, dass ich die Reaktoren bekomme. Oh, das Schiff war eigentlich so richtig rum. Aber da komme ich nicht rein. Okay. Okay, bloß vorsichtig sein. Hier oben ist ja das Turret. Was würde passieren, wenn ich den absäge? Also sind zwei... Ah ne, das ist der Reaktor. Der ist eh aus. Da unten sind Gyroskope. Okay. Ich bin vorsichtig. Hier ist jetzt nichts. Doch, da war was. Oh, und hat mich das wieder weggesnackt. Ich weiß nicht, ob ich die Sachen nochmal holen soll oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt halt so weit weg, ne? Wieder. Oder ob man das einfach jetzt dabei belässt, dass es so ist, wie es ist. Ich meine, letztendlich bekommen wir eh so gut wie nichts wieder. Und wenn, dann können wir es irgendwann anders mal ausräumen. Dummerweise, das ist jetzt, weil ich erinnere, wie gesagt, eben habt ihr es ja auch noch mitbekommen. Ich kann meist schon nichts mehr looten, wenn ich gerade ankomme. Okay, wir haben hier keine Ressourcen, was aber nicht schlimm ist. Wir haben oben genügend. Ja. Oh, was fehlt? Irgendwas fehlt. Platin kann es nicht sein, oder? Doch, Platin könnte es sein. Nee, Platin kann es nicht sein. Irgendwas fehlt. Oder doch, Platin könnte es sein. Weil es in der Refinery ist. Oder fehlt was anderes? Ah, Nickel könnte fehlen. Ja, gut, okay. Na gut, okay. Ja, zurückfliegen tue ich jetzt mal nicht. Wie gesagt,
langer Weg. Und viel werden wir dann nicht bekommen. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, ist dann unseren Kollegen wieder fertig machen, ne? Also unser Schiffchen. Mit dem anderen können wir ja nicht mehr viel anfangen. Da sind so viele Turrets drin. Boah, kotzt mich das an. Und es gibt hier nichts, was man machen könnte, damit man, ne, irgendwie Schutz bekommt. Ich guck gerade mal, aber ich glaube nicht. Das finde ich halt auch schade, weil ich meine, mit so vielen Ressourcen könnten wir ja irgendwas Wundervolles herstellen, was uns schützen könnte. Aber es gibt nichts. Nur die Waffen hier. Rapid Fire, Precise Automatic, aber. Ich hoffe, das kommt noch dazu. Ich hoffe, das kommt noch. Jo! Damit verabschiede ich mich jetzt aber wirklich von euch. Wir haben genug gesehen. Also wirklich genug gesehen. Also wie gesagt, wir haben jetzt noch unser Schiff, was wir nochmal aufbessern müssen und überhaupt erstmal in die Luft kriegen müssen. Und das zweite ist das andere Schiff, was dort existiert, dass wir da nochmal gucken, dass wir das nochmal ausrauben. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Naja, aber auf jeden Fall verabschiede ich mich schon mal von euch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Abonniert diesen Kanal, sage ich jetzt auch endlich mal. Und wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.